In dem heutigen Video zeige ich euch verschiedene Varianten, wie man einen Hoodie stylen kann. Jeder von uns hat einen Hoodie im Kleiderschrank und Hoodies sind einfach super angenehm zum Tragen. Und deshalb macht es halt besonders viel Spaß, wenn man einen Hoodie trägt. Und heute zeige ich euch einfach meine persönlichen Alltagskombinationen, wie ich persönlich einen Hoodie kombiniere. Ich hoffe, ihr könnt euch das eine oder andere daraus ziehen und ich starte jetzt direkt mit Look Nummer 1. Der erste Look ist wohl der Look, den jeder zu Hause hat, der sich schon mal einen kompletten Jogginganzug gekauft hat. Heißt Hoodie mit passender Jogginghose dazu. Bei dieser Variante ist es halt wichtig, gerade wenn man mit dieser Variante vor die Haustür geht, dass dieser Look einfach nicht zu schlabberig und zu lässig aussieht. Er muss halt immer noch sportlich aussehen. Ich habe dazu jetzt einfach mal weiße Ledersneaker kombiniert. Und das Schöne daran ist, dass diese weißen Ledersneaker einfach ein bisschen wertiger sind und den gesamten Overall-Look, ja, der ja schon sehr, sehr sportlich ist, einfach noch ein bisschen wertiger aussehen lassen, weil diese Sneaker halt wertig sind. Und was die Farben angeht, so ein ganz normales klassisches Grau kann man natürlich wählen oder halt auch ein komplett schwarzes Outfit geht natürlich auch. Aber ich würde auf jeden Fall keine zu grellen Farben nehmen, gerade dann, wenn man solche Looks auch hin und wieder mal im Alltag anziehen möchte. Der zweite Look ist ein Look mit einer Bomberjacke, der sportlich ist, aber nicht zu sportlich ist und der sich auch perfekt für den Alltag eignet. Das Schöne an diesem Look ist, dass ich diesen jetzt zum Beispiel mit einer etwas wertigeren Hose kombiniert habe, heißt mit einer Crop Trouser, mit einer Bügelfalte und die Bomberjacke dazu ist auch einfach mal ein bisschen wertiger, sodass ebenfalls dieser ganze Overall-Look mit dem Hoodie einfach auch wertig aussieht, sodass du diesen, wenn du zum Beispiel auch einen lässigen Job hast, auch zur Arbeit anziehen kannst. Und grundsätzlich eignet dieser Look sich einfach auch super für den Alltag, egal, ob du dich mit Freunden triffst oder einkaufen gehst. Also das ist eigentlich so der perfekte Alltagslook. Den Look habe ich jetzt mit Adidas-Sneakern kombiniert. Aus dem Grund, weil das Dunkelblau sich von der Crop Trouser sich in den Adidas-Sneakern wiederfindet. Und somit rundet das einfach den ganzen Look nochmal ab. Übrigens, wenn du grundlegend dich einfach ein bisschen weiterbilden möchtest, wenn es um das Thema Outfits und Styling geht, dann check mal den Men's Style Guide aus. Der Men's Style Guide ist ein E-Book zum Thema Outfits und Styling und der gibt dir einfach so ein paar grundlegende Guidelines, wie du dich zu kleiden hast. Heißt, er sagt dir nicht, welchen Stil du rocken sollst, sondern einfach ein paar grundlegende Informationen, die man einfach wissen sollte. Mit dem Gutscheincode DIALENKORTE20 bekommst du übrigens 20% Rabatt auf dieses E-Book. Kannst du ganz easy aufs Handy runterladen und ab dafür. Kommen wir zum nächsten Look, auch ein absolut sportlicher, klassischer Look. Hoodie mit Jeans kennt man aus den amerikanischen Filmen, wo der Papa irgendwie am Samstag den Jungen zum Baseball bringt und beim Baseball zuschaut. Also das ist wirklich ein schöner, sportlicher Look, der super funktioniert, gerade für so einen Samstagvormittag. Von der Jeans her ist eigentlich völlig egal, was für eine Jeans du trägst, ob mit Löchern, ohne Löcher, mit Waschung, ohne Waschung, ganz egal. Ich trage jetzt einfach mal eine Jeans mit Löchern. Sehr lässig, sehr sportlich, sehr Street-Style-mäßig und so ein Look, wie gesagt, kannst du rocken mit jeglicher Art von Jeans. Und das passt immer und sieht gut aus. Und weil diese Variante natürlich eine sehr klassische Variante ist, kannst du diese Variante mit einem coolen Sneaker einfach nochmal aufpimpen. Ich habe jetzt hier einfach braune Ledersneaker mit dazu genommen, die das Outfit jetzt nicht mega krass wirken lassen, sondern einfach das Outfit abrunden. Aber wenn du zum Beispiel auch hier mit einem Sneaker ein Highlight setzen willst, kannst du das natürlich bei diesem Outfit perfekt machen. Die nächste Kombination ist wohl die eleganteste Variante in diesem Video und zwar die Kombination Hoodie mit einem Mantel. Das Ganze ist ein harmonischer Mix, obwohl man ein sehr, sehr sportliches Teil, also den Hoodie, mit einem etwas eleganteren Teil, mit einem Mantel halt trägt. Und das ist so eine Variante, die ich perfekt für den Übergang trage, zum Beispiel von Sommer zu Winter. Ja, also im Herbst kann man diesen Look optimal rocken oder auch andersherum, wenn es gerade wieder Richtung Sommer geht, ist das eine Variante, die man wirklich super anziehen kann. Ich habe das Ganze jetzt einfach etwas schicker kombiniert, heißt mit einer etwas schickeren Hose, einer Stoffhose, auch mit Bügelfalte und auch mit Stiefeln. Du kannst das Ganze natürlich auch ein bisschen sportlicher rocken, also hier kombiniert mit einer Jeans und mit sportlichen Sneakern funktioniert diese Variante auch perfekt. Dieser Look ist perfekt, wenn du abends rausgehen willst mit Freunden oder wenn du zum Beispiel ein paar Auto knacken willst oder irgendwo einbrechen willst, dann ist das der Look, den du auf jeden Fall wählen solltest. Nein, Leute, Spaß beiseite, aber das ist so ein bisschen der Bad Boy Look, den man wirklich gut rocken kann, wenn man einfach ja, abends rausgeht, mit Freunden vielleicht was trinken geht oder
einfach mal einen auf Baitboy machen möchte. Und dieser Look wirkt lässig, gleichzeitig auch hochwertig aus dem Grund, weil hier einfach Lederelemente mit kombiniert sind, wie zum Beispiel die Lederjacke oder auch die Docs, die natürlich auch sehr hochwertig wirken. Heißt, man hat hier eine hochwertige, sportliche und gleichzeitig coole und lässige Variante. Wie gesagt, wenn du einfach mal ein paar Autos klauen willst, ist das der perfekte Look. So Leute, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video einfach ein bisschen Inspirationen geben. Und wenn ihr das nächste Mal auf dem Schlauch steht und nicht wisst, wie ihr einen Hoodie zu kombinieren habt, dann schaut euch einfach wieder dieses Video an und dann wisst ihr direkt Bescheid. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst und wenn ihr noch eine gute Möglichkeit habt, wie man einen Hoodie kombinieren kann, packt es gerne unten in die Kommentare rein. Bin sehr gespannt, was ihr schreiben werdet. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Hoodie-Stylen.